Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Schauen uns nun einige Übungen an zur Primfaktorzerlegung. Nun haben wir die drei Zahlen 4290, 4116 und 3795. Wir wollen nun schauen, wie können wir diese Zahlen so zerlegen, dass wir am Ende nur noch einen Faktoren von primen Zahlen haben. Das heißt, 4290 beginnen wir mit der kleinsten Zahl, die wir überprüfen wollen, das ist natürlich die 2. Geht die 2 hier rein, das ist eine gerade Zahl. Ja, die 0 steht am Ende. Das heißt, ich weiß, ich kann schon mal sagen, diese Zahl ist zweimal an der andere Zahl. Und diese andere Zahl, ja, das ist gerade die Hälfte von dieser Zahl, also die Hälfte von 4290, das ist 2145. Nun mache ich weiter mit dieser 2145, schreibe ich hier drunter und schaue, ob ich da die 2 nochmal nehmen kann. Nun steht die 5 am Ende, das ist eine ungerade Zahl, das heißt, hier geht die 2 nicht mehr rein. Überprüfe ich mal die 3, die nächste Primzahl. Da bilde ich also die Quersumme dieser Zahlen, also 2 plus 1 plus 4 plus 5, 3 plus 4 ist 7, 7 plus 5 ist 12. Das heißt, die 3 geht hier rein. Das heißt, 2145 ist 3 mal, jetzt diese Zahl geteilt durch 3, das wäre 715. Nun müssen wir das 715 weitermachen. Geht hier die 3, 7 plus 1 ist 8, 8 plus 5 ist 13, 13 ist nicht durch 3 teilbar, das heißt hier haben wir eine Zahl, die nicht mehr durch 3 teilbar ist, nächste Primzahl wäre die 5. Nun, 5 kann man einfach überprüfen und schauen, ob wir eine 5 oder eine 0 am Ende stehen haben, das haben wir haben eine 5 am Ende, das heißt 715 ist 5 mal eine andere Zahl, das heißt ich teile 715 durch 5, dann habe ich 123, 143, Entschuldigung. Das heißt, ich überprüfe jetzt weiter die 143. Die 143, die ist nicht mehr durch 5 teilbar, weil wir eine 3 am Ende stehen haben. Die nächste Primzahl, die wir überprüfen können, wäre die 7. Nun die 7. Ja, das kann man hier erkennen. 140 wäre durch 7 teilbar. Dann ist 143 auf gar keinen Fall durch 7 teilbar. Wie sieht es aus mit der 9? Das wäre die nächste Zahl. Da können wir hier schauen, die Quersumme bilden. 1 plus 4 ist 5. 5 plus 3 ist 8. 8 ist nicht durch 9 teilbar. Also haben wir hier schon mal auch nicht eine Teilbarkeit durch 9. Prüfen wir 10 geht auf jeden Fall nicht. 11, wie sieht es aus? Alternierende Quersumme, das heißt 1 minus 4 plus 3. 1 minus 4 plus 3. Und tatsächlich 1 minus 4 ist minus 3, plus 3 ist 0. Das heißt, wenn 0 rauskommt, haben wir hier eine Zahl, die durch 11 teilbar ist. Also 11 mal eine andere Zahl. Nun 143 durch 11, das ist 13. Und dann zum Schluss 13. 13 ist selbst eine Primzahl. Das heißt, 13 ist 13 mal 1. Das heißt, wir sind fertig. Jetzt kann ich also zusammenschreiben, 4290. Und kann hier alle Zahlen, die wir herausgefunden haben, hinschreiben. 2 mal 3 mal 5 mal 11 mal 13. Und schon habe ich die Primfaktorzerlegung von 4290. Schauen wir uns das nächste Beispiel an, 4116. Haben wir eine Teilbarkeit durch 2? Ja, weil wir hier eine 6 stehen haben, ist also eine gerade Zahl. Das heißt, wir wissen schon mal, das ist 2 mal eine andere Zahl, gar die Hälfte dieser Zahl. Das wäre dann 2058. Nun, 2058 wäre die nächste Zahl zu überprüfen. 2058. Da haben wir wieder eine gerade Zahl, das heißt, machen wir mal 2. Und dann haben wir die Hälfte jetzt von 2058, das wäre 1029. Schauen wir weiter, wie wir mit 1029 was machen können. Nun, gerade ist die Zahl nicht mehr, da steht 9 am Ende, das heißt, die 2 können wir nicht mehr benutzen. Probieren wir es mit der 3. Quersumme bilden, 1 plus 0 plus 2 plus 9. Das sind insgesamt 12. Das heißt, 12 ist durch 3 teilbar. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, die durch 3 teilbar ist. 3 mal eine andere Zahl. Jetzt überprüfen wir,
Was ist 1029 durch 3? Ja, 900, das wäre dann 300. 129 durch 3, das wäre 4. 343. Soweit so gut, schauen wir uns die 343 an. Ist die 343 durch 3 teilbar? 3 plus 4 ist 7, 7 plus 3 ist 10. 10 ist nicht durch 3 teilbar, also ist die Zahl auch nicht durch 3 teilbar. Wie geht es weiter mit 5? Naja, am Ende steht keine 5 und keine 0, also ist nicht durch 5 teilbar. Wie sieht es mit der 7 aus? Nun, die 7, dafür haben wir keine Regel. Das heißt, wir suchen uns eine möglichst glatte Zahl in der Nähe, die durch 7 teilbar ist. Ja, nun haben wir 350, ist das 7 teilbar. 7 mal 50 ist 350. Ja, das ist gerade 7 weniger als 350. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, die 7 teilbar ist. Jetzt müssen wir schauen, was kommt da raus. 343 geteilt durch 7. Und das ergibt 49. Und nun, die 49, das wissen wir, das ist gerade 7 mal 7. Das heißt, wir haben 7 mal 7. Und am Ende 7 ist natürlich 7 mal 1. Das heißt, wir sind fertig und haben nun eine primfaktorielle Zerlegung, 4 aus 1 mal 16 ist 2 mal 2 mal 3 mal 7 mal 7 mal 7. Nun, das können wir uns auch noch schöner schreiben mit Potenzen. 2 mal 2 ist 2 ins Quadrat mal 3 und hier 7 haben wir 3 mal, das heißt, hier steht 7 hoch 3. Okay, soweit so gut. Schauen wir uns die letzte Zahl an, die wir überprüfen wollen. Das ist 3795. Nun, das ist eine ungerade Zahl, also die 2 geht nicht. Überprüfen wir die 3. 3 plus 7 ist 10, 10 plus 9 ist 19, 19 plus 5 ist 24. 24 durch 3 ergibt 8, das heißt, es funktioniert. Das heißt, wir schreiben hier mal hin, 3 mal eine Zahl. Nun, was ist 3795 durch 3? Wissen wir schon mal auf jeden Fall 1000. Und nun 795, das wissen wir, 600 wäre durch 3 wäre 200. 195 durch 3. 180 durch 3 wäre 6 und 15, das heißt 5. 1265. Schauen wir, was passiert mit der 1265. Ist sie durch 3 teilbar? 1 plus 2 ist 3, 3 plus 6 ist 9, 9 plus 5 ist 14, ist nicht durch 3 teilbar. Geht es die nächste Primzahl 5? Ja, das funktioniert, hier steht eine 5 am Ende. Das heißt, wir schreiben hier 5 mal eine Zahl, nun 1265 durch 5. Das wissen wir schon mal. 1000 durch 5 ist 200. 265 durch 5, 250 durch 5 ist 50. Und 15 durch 5 ist 3, also haben wir 253. Überprüfen wir weiter, wie es mit 253 weitergeht. Hier nun die 5, dadurch ist es auf jeden Fall nicht mehr teilbar, weil hier eine 3 am Ende steht. Wie sieht es mit der 7 aus? Eine Zahl in der Nähe der 7 wäre zum Beispiel hier 210, da hätten wir 43 übrig, 43 ist nicht durch 7 teilbar, also ist 7 auch nicht. Geht es weiter mit der 9, nun 9 funktioniert hier nicht, 2 plus 5 ist 7, 7 plus 3 ist 10, 10 ist nicht durch 9 teilbar. Das kann man auch erkennen, wenn man es schon nicht durch 3 geht, geht es durch 9 natürlich auch nicht. Die 10 ist, können wir auch weglassen, das ist keine 0. 11. 2 minus 5 plus 3, die alternieren die Quersumme. 2 minus 5 plus 3. Nun 2 minus 5 ist minus 3, minus 3 plus 3 ist 0. Das heißt, wir haben tatsächlich wieder eine Zahl durch 11 teilbar. Nun, jetzt müssen wir schauen, 11 mal was ergibt 253. Nun, wir wissen, 20 mal 11 ist 220 und dann noch 33 dazu. Das heißt, 11 mal 23 und die 23. Das ist selbst die Primzahl, das heißt, das hat gerade 23 mal 1. Wir sind fertig, das heißt, unsere Primfaktorzerlegung 3795 ist 3 mal 5 mal 11 mal 23. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei. Dankeschön.